Hallo, herzlich willkommen. Grüß euch bei einem ganz besonderen Moment. Die erste Verleihung der Gurke des Jahres findet in einigen Momenten statt und wir befinden uns hier vor dem Palais de Festival in Cannes bei einem 65. Cannes Filmfestspiel. Und sogar Marilyn gratuliert uns zu unserem ersten Geburtstag. Bevor wir jetzt aber mit der Zeremonie starten, schauen wir uns mal an, was würdet ihr denn sagen? Welche Dankesrede hättet ihr denn parat, wenn ihr diesen Preis von uns verliehen bekommen würdet? Do you like this one? I like it very much. Huh? What is it? Is it like some kind of banana? Also ich danke für dieses goldige Ding, das an einen Frosch erinnert. This is the Cuke of the Year. Le cornichon de l'année. You like it? Sure. It's a little bit ugly. You just got this award. Thank you. This is the award for the worst movie of the year. Just imagine you got it, yeah. And your thank you speech to your audience who voted for you. What would you say? I give you that back. You got the award for the worst movie. What's your speech? Thank you very much for my family and for my favorite team of football, l'Olympique Lyonnais, and for my friends. And and for the award too? For the award, yes, because I'm the best. Actually the worst. It's for the worst movie. Yes, I'm the best of the worst. I want to thank all of them for watching my movie, even if they didn't like it. But I'm gonna try to make it better in the next one, if I get the new one. I guess this is one of the worst moments of my life. And what shall I say? If we at least receive something in life, it may mean something anyway. It's the biggest thing on my mantelpiece. I'm so glad to have something I can put on my mantelpiece. That I love it. C'est génial. Na trotzdem, vielen Dank. So I just want to say all my fans out here, thank me for making me the shittest movie maker ever, okay? I always wanted it. We had some shit production, shit actors, shit everything. I got a shit life, but I'm still in this biz, okay? Thank you, motherfuckers. Thank you. Peace and love to the gods and the earths. Peace and love to the Jizzer, the Rizza, M-E-T-H-O-D, man. Respect and love, my brothers. Respect and love. Give me a quick kiss. You have very bad taste. Danke für die Dankesreden und jetzt, bevor es losgeht, schauen wir uns doch einmal den Preis an, die Gurke. Wie schaut sie denn aus? Und deshalb bitten wir jetzt unsere Schatzmeisterin, die Bewahrerin der Gurke, unsere Cuke-Keeperin zu uns, die Karin. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, freut mich sehr. Schön ist aber, wer hat denn diese Gurke kreiert? Der Rostocker Künstler Martin Jost. Martin, an dieser Stelle herzlichen Dank, sie ist sensationell. Danke, toll geworden, fast zu schade, um sie herzugeben, kann ich nur sagen. Liebe Karin, jetzt erklär uns schnell einmal, was ist denn die Gurke des Jahres grundsätzlich? Ja, den Preis, die Gurke des Jahres, bekommt der schlechteste Film des Jahres, diesmal natürlich der Film 2012. Und wer entscheidet dann, wer der schlechteste Film des Jahres ist? Die größte Jury der Welt, und zwar über unsere Homepage www.cuke.it kann jeder wählen, jeder einen Film vorschlagen, cuken. Und für diesen Film auch voten. Also es geht ganz einfach, mit einem Klick anmelden auf www.cuke.it. Ja, da bin ich mal sehr gespannt, wer heuer diese Gurke des Jahres wird. Danke Karin, den Preis lassen wir jetzt bei mir da. Und wir dürfen jetzt, bevor es so richtig losgeht, den Initiator dieser Gurke des Jahres, beziehungsweise auch den Regisseur des schlechtesten Films aller Zeiten, nämlich Space Force Mission Eva, zu mir bitten. Andreas Auinger, herzlich willkommen. So, Andreas, wie kommt man auf die Idee, so einen Preis zu verleihen? Ja, wie gesagt, ich habe den schlechtesten Film aller Zeiten gedreht mit Space Force Mission Eva. Das Problem war, dass einige Leute dann gesagt haben, so schlecht ist der Film nicht, da kenne ich Schlechteres. Und ich habe mir gedacht, machen wir eine Plattform, schauen wir, wer der schlechteste Film des Jahres ist, lassen wir die Leute selbst entscheiden. Und jetzt ist die große Frage, wie ist das heuer abgelaufen? Ist jetzt zum ersten Mal diese Verleihung? Uns gibt es seit Anfang des Jahres. Wir hatten über 50 Nominierungen. Aus diesen 50 Nominierungen wurden die Top 10 gewotet. Und ja, aus den Top 10 wieder der heutige Sieger. Man kann ja nicht nur voten oder einen Film cuken, also vorschlagen, sondern man kann ja auch Kommentare dazu schreiben, wenn man seinem Ärger so richtig Luft machen möchte. So ist es. Und ich habe zu den 10 Nominierten aus diesen Kommentaren die besten Sager
mit dabei. So, dann schauen wir es uns an. Hier sind die 10 Nominierungen, meine Damen und Herren, die Finalisten der heutigen Zeremonie der ersten Verleihung der Gurke des Jahres sind. Da haben wir es schon. Achtung, Andreas, bist du bereit? Ja. Alphabetisch geordnet. Abduction von der Produktionsfirma Lionsgate. Die Twilight-Hirnseuche greift jetzt schon auf den Actionfilm über. Conan the Barbarian von New Image Films. Ein Finale, in dem alle wie die Affen ständig herumspringen und nicht wirklich Zeit zum Kämpfen haben. The Descendants von Fox Searchlight. Frage, was macht einen Film wirklich schlecht? Antwort, wenn George Clooney mitspielt. Extinction, The GMO Chronicles von der Firma Cinema Ergo Sum Film Production. Ich hatte während des Films Suizidgedanken. Final Destination 5 von New Line Cinema. Ich hatte bereits nach 10 Minuten die Schnauze voll von diesem Mist. Ghost Rider Spirit of Vengeance von Columbia Pictures. Ich kann die Engel spüren, muss ich noch mehr dazu sagen? Super 8 von Paramount Pictures. Reiner Diebstahl von Lebenszeit. Transformers Dark of the Moon von Paramount Pictures. Der Film dauert gefühlte 3 Tage. The Twilight Saga Breaking Dawn Part 1 von Summit Entertainment. Eine wie keine trifft auf der kleine Vampir, obwohl das fast eine Beleidigung für der kleine Vampir ist. Und Unknown von Warner Brothers. Immer wieder sagenhaft, womit man uns zumühlen möchte. So, jetzt sind wir gespannt. Das sind unsere 10 Nominierungen und du hast ja schon das Kuvert mit, denn wir haben wirklich bis kurz vor der Verleihung gewartet. Du hast jetzt angerufen zu unserem Techniker und der hat jetzt nachgeschaut, wer die erste Gurke des Jahres bekommen wird. Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, the Cuke of the Year is Le Cornichon de l'année, c'est die Gurke des Jahres ist Conan the Barbarian. Ja, Gratulation. Zum Glückwunsch. Weiter so, wir haben die erste Gurke des Jahres, jetzt haben wir nur niemanden von New Image Films hier. Was machen wir? Ja, die Produktionsfirma kriegt diesen schönen Preis einfach per Post. Gut, das heißt, wir werden jetzt zur Post gehen und ab morgen ist es wieder soweit. Da könnt ihr dann die neuen Filme für die Gurke des Jahres 2013 gucken und auch dafür voten. Und da sind wir schon gespannt. Das heißt, wir sehen uns wieder in einem Jahr hier bei den Cannes Filmfestspielen vor dem Palais du Festival. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, don't bust it, cuke it. Und jetzt gehen wir zur Post. So ist es. Die erste Gurke des Jahres geht an unsere Gewinnerfirma und das bedeutet an New Image Films für Conan der Barbar, die Neuverfilmung des Klassikers, eindeutig von euch zur Gurke des Jahres 2012 gewählt. Das ist der Preis, das ist das Backerl und die trage ich jetzt zur Post.